Geht ab, Leute, willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Für heute habe ich mir wieder einen Vorschlag von euch rausgesucht, und zwar Mono-Fähigkeiten-Team. Ich habe als die Fähigkeit Bedroher gewählt, ist eine sehr beliebte Fähigkeit, eine sehr gute Fähigkeit und haben auch viele Pokémon, das eignet sich sehr gut, denke ich. Und mein erstes Team-Pokémon ist in diesem Fall Arcani mit natürlich der Fähigkeit Bedroher. Ich habe ein defensives Set genommen, einfach damit ich auch ein defensives Pokémon zumindest in dem Team habe, mit Beulenhelm und Morgengrauen, damit es sich heilen kann. Das nächste Pokémon ist Irokex. Ich habe es nach Hoodlum Scrafty benannt natürlich, mit der Offensivweste, damit ich auch irgendwie was speziell Defensives im Team haben kann. Die Attacken, Ableithieb, um sich zu heilen, Mogelhieb ist ganz praktisch, Felsgrab, um Gegner langsamer zu machen. Ist ein ziemlich gutes Set, macht mir sehr viel Spaß. Dann habe ich Rabigator, auch ein sehr geiles Pokémon. Ich hätte für dieses Set eigentlich lieber Hochmut als Fähigkeit genommen, für das Walschall-Set, aber es ist natürlich ein vollständiges Bedroher-Team, also da darf man keine Kompromisse machen. Die Attacken, natürlich Erdbeben, Knirscher, Steinkante, Drachenklaue. Als nächstes Brutalanda, hat auch die versteckte Fähigkeit Hochmut, haben viele Bedroher-Pokémon, wie mir aufgefallen ist. In diesem Fall mit Z-Fliegen und Drachentanz, auch ein sehr starkes Set. Dann habe ich glaube, das einzige Mega-Pokémon genommen, was Bedroher als Fähigkeit hat. Kann sein, dass ich mich irre, aber jedenfalls Mega-Voltenso passt auch recht gut in das Team. Donnerblitz, Voltwechsel, Hitzekoller und Kraftreserve Eis. Und zu guter Letzt Garados, mein absolutes Lieblings-Bedroher-Pokémon, hat auch schon wieder Hochmut als versteckte Fähigkeit, meine Lieblingsfähigkeit nebenbei gesagt. Ist hier auch ein Drachentanz-Set mit der Prunusbeere. Und ich werde euch natürlich direkt zeigen, was ich mit diesem Team anstellen konnte. Aber vorher, sollte euch das Video am Ende gefallen, dann gebt ihm doch ein Like und abonniert, falls ihr es noch nicht habt. Das würde mich sehr freuen und hilft natürlich auch dem Kanal. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wie sich das Bedroher-Team so geschlagen hat. Und da sind wir auch schon mit dem ersten Battle gegen diesen Typen aus Asien mit den zurückgekämmten Haaren, der die gleiche Brille wie ich trägt, also cooler Dude auf jeden Fall. Aber ich warne euch schon mal vor, das erste Battle wird heute ein recht langwidriger Kampf, aber gleichermaßen verspreche ich euch, dass ihr glücklich sein werdet, wenn ihr dieses Battle zu Ende geschaut habt. Da wird so richtig Gerechtigkeit durchgeführt. Das wird gut. Ich bin hier ausgewechselt, weil ich tatsächlich mit dem Irrlicht gerechnet habe. Ich war wohl noch in VGC drinne, ich weiß es nicht, aber natürlich hat er dieses beknackte Komprimator-Set, was einen nur nervt und was niemand von euch spielen sollte. Nur nervig. Deshalb war es auch ganz gut, dass ich in Voltenso gegangen bin, weil Voltenso dem Ding vermutlich aus meinem Team den meisten Schaden machen kann. Ich gehe hier in die Mega-Entwicklung und hau dem Ding schon den zweiten Bedroher jetzt rein, auch wenn das überhaupt nichts bringt. Natürlich. Aber ich muss jetzt irgendwie probieren, ihn zu treffen. Der erste Donnerblitz geht daneben. Yay, wir haben alle so viel Spaß dabei. Und er geht fröhlich weiter auf den Komprimator. Spielt niemals diese Sets. Um Gottes Willen. Ich habe einen Bildungsauftrag. Spielt niemals dieses Set. Jedenfalls, egal, der zweite Donnerblitz trifft und kann es fast outknocken. Also da dachte ich schon mal so, yes, Gerechtigkeit, hast du verdient. Aber er macht natürlich weiter Komprimator. Ich gehe hier auf den Voltwechsel als nächstes, meine ich. Und er trifft wieder. Ha, du bist auf plus 6 Fluchtwert und wurdest trotzdem getroffen. Mensch, da hat deine Strategie, die wohl eigentlich gar keine Strategie ist, wohl nicht funktioniert. Tut mir leid, falls ich ein bisschen wütend werde. Dieser Typ, dieser Gegner, der hat mich schon ein bisschen getriggert, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mich getriggert und jetzt kommt Kerapenra. Das ist eigentlich genau so ein Pokémon. Man boostet sich die ganze Zeit hoch mit Schutzschild und was auch immer. Schwertanz, Eisenabwehr, werdet ihr hier alles sehen. Dann geht man auf Staffette. Das hat nichts damit zu tun, irgendwie gut zu spielen. Damit lernt man auch nicht gut zu spielen. Es ist im Grunde einfach nur, man hofft, dass man nicht gevolltreffert wird. Oder was weiß ich mit einem passiert. Das ist eigentlich das Einzige, so. Volltrefferchance liegt, glaube ich, bei, oh Gott, lass mich nicht lügen, 12, irgendwas Prozent oder so? Weiß ich jetzt nicht genau. Aber wenn man sich so oft angreifen lässt und die ganze Zeit sich nur boostet, riskiert man halt, dass man gevolltreffert wird, ganz klar. Und man hat es auch verdient, gevolltreffert zu werden, weil, naja, 12% oder so ist jetzt nicht wenig. Und bei Volltreffer werden diese ganzen Statusveränderungen ignoriert. Aber, naja, er macht trotzdem fröhlich weiter. Es hat einen guten Grund, dass Staffette im OU gebannt ist, weil es ist einfach ziemlich hirnlos. Es ist eine sehr hirnlose Strategie. Man muss einfach nur da sitzen und Knöpfe drücken. Man muss überhaupt nicht nachdenken. Und dafür ist es leider echt zu gut, auf unverdiente Weise, weil man dafür, wie gesagt, nicht nachdenken muss. Aber naja, ich mache hier das Einzige, was mir übrig bleibt. Ich gehe auf Kaskade nach Kaskade. Ich
hoffe halt, dass ich irgendwann den Volltreffer kriege, weil ihr seht, er macht fröhlich weiter und ich habe ihm jetzt schon 3 Kaskaden rausgehauen und naja, ich mache, was ich tun kann. Deshalb meinte ich, das Battle wird ein bisschen langwidrig. Das, wie ihr seht, geht das jetzt noch ein bisschen so und man kann natürlich auch erahnen, was er dann machen wird. Er wird Staffette in irgendein Pokémon gehen. Muss ich jetzt nicht die ganze Zeit kommentieren. Also, wie geht's euch so, Leute? Was habt ihr heute so gemacht? Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr heute so gemacht habt oder was ihr noch vorhabt zu machen, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich war heute in meinem Mathekurs als Vorbereitung auf meine Mathe-Klausur. Hat richtig doll Spaß gemacht. Ich liebe Mathe ja persönlich. Ach ja, naja. Hier kommt dann auch die erwartete Staffette, war ja klar. Und in wen geht er? Er geht in Mimikyu. Das ist natürlich auch ein sehr gutes Pokémon, um die Staffette dann auf das Mimikyu zu passen. Einfach weil der erste Hit ist egal bei Mimikyu und es ist jetzt schnell, es hat physische Verteidigung, es hat Riesenangriff. Es ist einfach ziemlich krass. Mein erster Gedanke ist, ich gehe jetzt einmal in ein anderes Bedroher-Pokémon, und senke erstmal seinen Angriff so ein bisschen. Damit halt, also mit viel Initiative und Verteidigung allein kann das Ding halt nicht so richtig viel machen. Und deshalb probiere ich es hier ein bisschen zu bedrohen. Brutalander wird natürlich geone-shottet, weil das Ding auf plus 4 oder plus 5 Angriff mit der Leben, ob wie man hier auch noch sieht, momentan ist. Also kann man nichts anderes erwarten. Hier kommt nochmal der Bedroher. Zack, jetzt ist der Angriff noch ein bisschen niedriger, das ist gut. So, und jetzt achtet genau drauf, was jetzt passiert. Und es wird es alles wert gewesen sein. Ich gehe hier nicht auf die Kaskade, sondern auf den Eiszahn. Und wenn ich das schon so ankündige, könnt ihr es euch denken, ich kriege den verdienten Freeze. In diesem Moment dachte ich nur so, yes! Sowas von verdient. Ich habe mich richtig gefreut, fand ich mega geil. Ich gehe hier ganz entspannt in Voltenso und baue einfach mal darauf, dass er nicht direkt auftaut. Das hätte ich nämlich irgendwie doch recht doof gefunden. Und er ist weiterhin eingefroren, also kann ich hier ganz relaxed auf den Donnerblitz gehen, was ich auch tue. Er ist weiterhin eingefroren. Ach Leute, das hat mich so glücklich gemacht, das glaubt ihr gar nicht. Ich saß vor meinem DS und hab Dauer gegrinst. Es überlebt sogar einen Donnerblitz, richtig, richtig übel. Ist leider weiter eingefroren, leider. Tut mir wirklich ganz, ganz doll leid. Nächster Donnerblitz reicht natürlich und damit ist Mimigma weg. Das ganze Boosten hat sich nicht gelohnt. Ah, das war so schön. Das war es wert. Das waren die 16, 20 Runden, wie lange der Kampf auch immer gedauert hat, echt zu 100% wert. Und hier gibt der Typ natürlich auf, weil Leute, die sowas spielen, gönnen dir auch den Sieg gar nicht. Das ist richtig toll. Aber wir haben ja noch einen zweiten Gegner des Tages. Das erste Battle war jetzt natürlich recht lang, aber wir haben trotzdem immer zwei Battles und das nächste ist auch wieder ziemlich cool. Mein Gegner Bobby leadet hier mit dem goldenen Arbok und jetzt hauen wir erstmal direkt Doppelbedroher raus. Passend zum heutigen Top 6 Video hauen wir in der ersten Runde jeder den Bedroher raus, sehr schön. Ich gehe hier auf den Flammenblitz, weil mir zu dem Zeitpunkt nichts Besseres eingefallen ist und ich weiß auch überhaupt nichts über Arboks Werte, das heißt, ich erwarte schon guten Schaden und der Schaden ist auch völlig in Ordnung, also da kann man nicht meckern. Arbok geht hier jedoch auf Einrollen und das hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil, naja, Einrollen ist recht gut, Angriff, Verteidigung und Genauigkeit werden erhöht. Genauigkeit dann wahrscheinlich für den Mülltreffer und das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Ich gehe nochmal auf den Flammenblitz, der jetzt natürlich etwas weniger ziehen wird, aber ich muss das Ding hier irgendwie schwächen, bevor es mich hier irgendwie des Todes sweept. Aber jetzt kommt was Interessantes. Ich sehe, er bereitet eine Z-Attacke vor und ich gehe hier von Z-Einrollen aus, das ihn nochmal boosten und dann hochheilen würde, nehme ich an. Aber er hat natürlich einfach den Z-Wasser-Move Super-Wassertornado drauf. Natürlich, wenn ich mit Arcani leade, hat Arbok einen Z-Wasser-Move. Natürlich. Es ist einfach so unendlich sinnlos, aber in dieser Situation perfekt. Obwohl mein Arcani das hier noch mit 3 KP überlebt, ziemlich witzig. Aber leider habe ich den Tiefschlag nicht kommen sehen, das heißt Arcani muss hier leider Gottes drauf gehen. Gibt dem Arbok nochmal ein bisschen Beulenhelmschaden mit, noch ganz gut. Aber das war natürlich so ein kleiner What the fuck Moment irgendwie, weil was hat es für einen Sinn, einen Wassermove auf Arbok zu spielen? Wenn dann Feuer für Stahl-Pokémon, aber naja, lassen wir das. Ich habe hier Rabigator, ich habe den dritten Bedroher des Spiels rausgehauen und ich kann hier auf den Erdbeben gehen. Ich frage mich überhaupt, welche Wasserattacke das auf Arbok war. Ob das, also, ich würde irgendwie denken, dass er keine Wasserattacke außer Kraftreserve Wasser spielt. Könnt ihr mal drunter schreiben, wenn ihr wisst, was Arbok für Wasserattacken erlernt, aber wüsste ich jetzt spontan nicht. Hier kommt Durengard.
Und naja, dem kann ich natürlich gut Schaden machen. Ist mir allerdings auch leider. Ich gehe hier auf den Erdbeben. Mit Hochmut hätte das wahrscheinlich vielleicht gereicht. Ich weiß nicht genau. Wäre knapp geworden, aber ist natürlich guter Schaden. Leider Gottes sehen wir hier den Schwächeschutz. Und somit ist das Durengard jetzt natürlich extrem gefährlich. Also extremst gefährlich. Plus 2 Durengard. Geht hier auf die... Auch auf eine Kraftreserve war das, genau. Ist eine sehr effektive. Eis... vielleicht, Pflanze vielleicht, ich weiß nicht. Kriegt auch den Volltreffer, One-Shot mich, der hat garantiert nicht gemettert. Und jetzt bleibt mir nur noch Gyrokex. Ich gehe natürlich davon aus, dass er in der ersten Runde erstmal auf das Königsschild geht, weil wir sind online auf freien Battles, er ist im Angriffsmodus. Das war jetzt eigentlich so meine sicherste Erwartung, würde ich sagen, dass er hier nicht irgendwie auf Mindgames geht. Also gehe ich erst auf Felsgrab auf Deutsch, Felsgrab, damit ich ihn nicht berühre und nicht meinen Angriff senke. Da ist das Felsgrab, wäre natürlich völlig sinnlos gewesen, aber ich habe wie gesagt den Königsschild vorhergesehen. Und jetzt gehe ich auf den Knirscher und der reicht dann in diesem Fall auch. Ist Stab, ist eine starke Attacke, ist sehr effektiv. Und auch hier hätte ich mir eigentlich lieber den Hochmut-Bonus abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was willst du machen? Alles fürs Bedroher-Team. Und hier kommt Panferno. Und ich sehe mich noch nicht außerhalb des Spiels. Ich gehe hier auf den Ableithieb. Er geht auf den Vogelstoß und es geht daneben. Damit muss man natürlich rechnen bei Vogelstoß. Und einen hätte ich auch getankt. Ich bin ja schließlich Offensivfester, aber das ist natürlich richtig gut für mich. Ich muss jetzt nur noch einen Angriff überleben. Er geht hier wieder auf den Vogelstoß. Und ich meine, ich war mir relativ sicher, dass ich ihn tanke. Aber es war schon doch richtig knapp. Also... War schon übel. Hätte auch anders ausgehen können wahrscheinlich. Aber der Ableithieb, boah, das war schwer. Reicht hier und damit kann Gyrokex den Sieg sichern und das Bedroher-Team gewinnt gegen Super Wassertornado Shiny Arbok. Es war ein glorreicher Sieg. Ich muss sagen, insgesamt hat das Bedroher-Team nicht allzu gut funktioniert. Das waren definitiv die beiden besten Kämpfe, die ich hatte. Ich habe auch verloren. Ihr habt es schon gemerkt, ich hätte bei vielen dieser Pokémon lieber den Hochmut gehabt zwischendrin, einfach weil es sich viel besser gemacht hat und Bedroher bringt halt auch nur gegen physische Pokémon was, gegen spezielle Pokémon war ich insgesamt extrem schwach, darunter hat das Team gelitten, aber ich habe definitiv ein paar gute Kämpfe hingekriegt, es war auch irgendwie witzig, andauernd alles zu bedrohen. Der MVP jetzt, würde ich sagen, war im Grunde... Also Gyrokex war schon ziemlich krass, aber dafür, dass Gyarados mit dem Eiszahn den Freeze gekriegt hat, muss ich es, glaube ich, Gyarados geben. Und das ist halt auch mein Lieblingsbedroher-Pokémon in dem Sinne. Aber ja, damit bedanke ich mich auch schon bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, Like und Abo, falls ihr es noch nicht habt. Das hilft dem Kanal, freut mich und ist einfach super toll. Und dann habe ich euch ganz doll lieb. Aber naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich sehe euch nächstes Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.